Ohne gesunden Huf kein gesundes Pferd. Was ich bei der Hufpflege alles selber machen kann, erklärt uns nun Hufschmied Michael Paltinger. Ohne gesunden Huf kein gesundes Pferd. Aber was kann ich dafür machen, dass die Hufe von meinem Pferd auch gesund sind und bleiben? Michael Paltinger aus Thürnau und Hufschmied aus Leidenschaft gibt uns Tipps, erklärt uns, wie wir die Hufe pflegen können und wie man dem Hufschmied behilflich sein kann. Was ist bei der Hufpflege zu beachten? Zu der Hufpflege gehört prinzipiell erstmal, dass man die Hufe von außen betrachtet. Sind irgendwelche sichtbaren Verletzungen zu sehen? Hier im Außenwandbereich, ist das Kronband sauber? Gibt es sonst irgendwas? Das ist in dem Fall okay. Man fängt dann an, man hebt sich den Huf selber auf. Das Pferd. Man säubert die seitlichen Strahlfurchen von Dreck und Steinen. Der Tragerand wird gesäubert und kontrolliert, ob in der weißen Linie, also hier und hier, Steine sind. Die können ganz schnell ein Hufgeschwür verursachen. Und die mittlere Strahlfurche wird gereinigt und gesäubert. Das sollte natürlich vor jedem Ausritt passieren, dass das Pferd keine störenden Gegenstände in der Sohle oder in der weißen Linie hat. Wie hier zum Beispiel. Vor dem Ausritt und nach dem Ausritt. Das Ganze wird an allen vier Hufen wiederholt. Das Aufheben immer mit Gefühl und immer mit einem sicheren Stand. Es muss genügend Platz auch vorhanden sein, dass wenn das Pferd wirklich mal austritt, keine ernsthaften Verletzungen da sind. Und ab. Das machen wir jetzt rundum. Auch hier wieder die seitlichen Strahlfurchen, mittlere Strahlfurche kontrollieren, Tragerand, weiße Linie, Steine entfernen und zur Seite treten, ablassen. Letzter Fuß. Mittlere Strahlfläche. Gut, fertig für den Ausritt. Des Weiteren sollte der Reiter immer darauf achten, ist der Huf sehr trocken oder ist er feucht. Man kann also auch nicht sagen, prinzipiell ein Huf muss gefettet oder geölt werden. Es kommt immer darauf an, wie ist die Konsistenz des Hufes. Hier haben wir jetzt eine ganz normale Hufkonsistenz. Da muss im Normalfall jetzt überhaupt nichts getan werden. Wäre der Huf zu trocken, sollte er geölt werden, nachdem das Pferd Weidegang hatte, also wenn er feucht ist. Das Öl bewirkt nur, dass die Feuchtigkeit im Huf länger bleibt. Wie früher, dass man gemacht hat, die Hufe nach dem Beschlag zu fetten, ist ein absoluter Blödsinn, weil da ist der Huf eh schon ausgetrocknet vom Aufbrennen und dann macht man ihn noch trockener und kann durch das Fett noch weniger aufnehmen. Ob jetzt ein Pferd Hufeisen braucht oder nicht, ist immer ein zweischneidiges Schwert, sag ich mal. Da ist der Reiter gefragt, der muss sehr genau beobachten, wie empfindlich ist das Pferd, zeigt es Empfindlichkeiten auf Stein oder sonst was, dann muss beschlagen werden, dann hilft es nichts. Ist dann immer zu wählen zwischen Verwendungszweck und was man dafür braucht. Wenn also so Trageränder zwischendrin mal ein bisschen zum Nachraspeln ist, dann kann das der Pferdefreund auch gerne selber machen. Er nimmt, komm, gib Fuß, gib Fuß. Man nimmt die vorderen Füße ein Stück nach vorne und bearbeitet dann ein wenig den Tragerand. Weil wenn hier vorn wegsteht, dann bricht es gerne auf steinigem Boden aus und das kann dann zu schwereren Hufverletzungen und Spalten und Rissen führen. Und das kann man sicherlich, kann sicherlich fast jeder Reiter selber. Und ein Hufschmied gibt ihm sicherlich gerne mal eine alte, abgelegte Raspel,
Das ist überhaupt kein Problem. Hinten ist es im Prinzip genau das Gleiche. Man nimmt den Fuß unter den Bauch, legt ihn sich so hin und etwa in 45 Grad Winkel eine Phase an den Huf. Vermindert Verletzungsrisiko, ist schnell passiert und spart im Nachhinein teure Behandlungskosten beim Tierarzt und beim Schmied. Ansonsten ist es natürlich nicht erlässlich, alle circa acht Wochen zum Beschlagen oder eben Barhufpflege zu machen. Und dazu gehört einfach der Fachmann dazu. Der Fachmann ist in dem Fall, in Deutschland gibt es das Hufbeschlagsgesetz seit 2007 neu. Und darin wird ausdrücklich gesagt, der Beschlag mit Eisen darf nur von staatlich geprüften Hufbeschlagschmieden erfolgen. Das heißt, er muss auch anerkannt sein in Deutschland. Und fragen Sie ruhig Ihren Hufschmied danach. Das ist schon ein Qualitätsmerkmal. Ob einer ein Praktikum bei einem Hufbeschlagschmied gemacht hat, dann die Lehrschmiede absolviert hat und dann eben auch seine Anerkennung vom Staat hat. Das gibt gewisse Sicherheiten, auch wenn mal was schief gehen sollte. Zu einem guten Hufbeschlag gehört auch eine gute Ausrüstung, gutes Werkzeug, ein vernünftig angerichtetes Auto. Das gehen wir jetzt mal durch, was ein guter Hufschmied so alles dabei hat. Er hat erstens mal eine verschiedene Auswahl an Eisen mit auf Lager. In dem Fall hier haben wir Kunststoffbeschläge. Dann kann man hier mal rausziehen. Das sind dann die verschiedenen Reiteisen in den entsprechenden Größen. Es geht von etwa solchen Größen bis hin zu richtigen Kaltbluteisen, also Arbeitseisen in dieser Größe. Dann haben wir auch noch spezielle Eisen wie NBS oder Meisterrollereisen. Der Schmied hat Grips dabei, der Schmied hat orthopädische Einlagen dabei, der Schmied hat Polster dabei. Er hat natürlich auf dem Auto fest installiert seinen Amboss. Einen Ofen, gasbetrieben. Ganz wichtig, hier sollte man darauf achten, dass die Leute eine Prüfung dafür haben, dass das alles auch den Arbeitsvorschriften entspricht. Sollte mal was passieren, dass man auf der sicheren Seite ist. Er hat hier einen Platz zum Schweißen, einen Schraubstock zum Stollenlöcher machen, zum Schleifen. Er hat eine Flex dabei, er hat eine Bohrmaschine dabei. Ja, die Ausrüstungsgegenstände oder die Art der Ausführung ist immer unterschiedlich. Aber prinzipiell sollte der Schmied in der Lage sein, sämtliche anfallende Arbeiten vor Ort beim Kunden zu erledigen.